zwei Schritte gehst. Das ist true. Ich musste ja die Leute stilvoll entertainen, während du weg warst. Was hast du gemacht? Hä, nette Sachen gesagt. Erzählt, ein Schwank aus der Jugend, so. Ach, geil. Ach nö. Ich hab schon wieder keine Luft mehr. Wir haben den Gassen Kinderpass entdeckt. Was geht hier ab, Mann? Laser? Was zum Teufel? Oh, woher wissen die? Ich melde mich wieder. Was war denn jetzt los? Oh, hier gibt's aber neue Quests. Ja gut, Shia, ich geb dir die Schutte. Wenn das nicht Demons Krater ist, dann weiß ich auch nicht. Demon? Demon. B-Man und Bär. Sie zielt damit auf den Kern des Mondes. Keine Panik, aber sie versucht Elvis hochzujagen. Ach, okay. Jetzt nur das ist. Ich bin Sybil, Führerin der Konkordianischen Befreiungsfront. Wir sind die kleinen Helfer. Hier gibt's eine blaue Shotgun. Und es gibt eine Spezies, die ist vom Aussterben bedroht und braucht dringend Hilfe. Ich schicke dir Einsatzkoordinaten auf dein Echo. Alles weitere, wenn du. Verbraucht 4 Munition pro Schuss, klar. Ist doch geil. Super scheiße. Naja, wie man sehen. Kauf dir Muni. Hä, wir haben doch gar keine verbraucht. Doch, als du weg warst. Also ich habe 0 von 12 Raketenwerfer-Dinger, aber was will ich mit Raketenwerfer-Dingen? Level 9 ist noch ein bisschen zu schwierig. Ach Quatsch. Okay, ich habe keine Waffen, aber. Wir haben hier was vergessen. Ja, jetzt müssen wir wieder zurück, oder was? Können wir ja nicht. Das war alles abgeriegelt. Wir haben Level 4 Quest vergessen. Ja, weil du die übersprungen hast. Du hast die übersprungen. Ja, jetzt so, müssen jetzt, wir machen jetzt erstmal die Story Quest, weil die andere nehmen. Quest Level 9, da sterben wir. Ja, dann pack uns ein Auto, anstatt rumzulaufen. Ich darf ja nicht fahren. Ja, weil du uns. Du bist einmal gefahren, hast uns direkt in den Aufgrund gefahren, Mann. Ja, gut. So, wo müssen wir hin? Erstmal kurz. Muss mich jetzt weisen. Wie ist denn, ich bin nicht im Auto drinne. Warum bist du nicht im Auto? Du hattest ungefähr 3 Jahre Zeit, dich ins Auto zu setzen. Du warst direkt weg. Also ich soll die Map. Es gibt gar keine Straße, wir müssen hier runterdüsen. Nö, nö. Also auf der Map sehe ich nichts. Weil das Gebiet noch nicht freigeschaltet war. Was ist das denn, Mann? Was Schieß denn? Achso, ich. Sieht eklig aus. Hat sich aufgelöst. Auch noch so ein Ding. Ich sehe gar nichts. Ah, und da ist so ein Bodenluftraketendingens. Schieß mal ab da. Ach so, da. Das kriegt doch fast gar keinen Schaden. Was soll denn das jetzt, Mann? Warum rennen wir uns hier an? Unser Auto explodiert gleich. Warum greifen wir uns an? Wir sind ganz nett. Macht gar nichts. Ja, okay. Hilfe, Skier. Wo bist du denn? Direkt hinter dir. Du stirbst. Ich lebe, du lebst, wir leben! Scheiße, Mann. Wie können wir denn so hart verkacken? Ich bin am Sterben. Just saying. Ich weiß. We did it. Meine Fähigkeit reicht nicht, um dieses Geschütz zu töten. Hab's geschafft. Ich war das. Ih, das ist ein Irrer.
Always look on the bright side of life. Did it. Stimmt, ich hab doch Granaten. Ah, Luft. Nichts zu danken. Lass dieses Ding an, verdammt nochmal. Ich hab das nicht ausgemacht. Wie oft das war Sie die das Granate. Ja klar, jetzt war das die Granate. Jetzt fahren die auch noch mit Autos hier rum und schießen uns ab. Ja. Hätten wir mal lieber mit dem Auto die Alien-Knarre gehabt. Das ist ein Badass! Wo denn? Warte, ich mach das Ding wieder an. Kommen die alle her, Mann? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das kritisch. Bisschen, ne? Wo bist du? Da, wo wir die ganze Zeit sind. Was ist denn hier auch schon wieder los? Sterben wir jetzt beide? Was ist das, wie wir enden? Was sind die Gegner? Es gibt nur noch einen Badass und das war ein Badass-Fuck. Ja, ich sehe den auch gar nicht, Mann. Ich kann den nicht, kann nicht abschießen. Der war aber da. Ich sehe, was ist denn das? Wie willst du dich wiederbeleben mit Gegnern, wenn die irgendwo am Arsch der Welt sind? Ja gut, haben wir gut gemacht. Wenn ich sterbe, verliere ich ja nur 2000 Gold. Kannst du mir diesen Wild Torpedo kaufen? Ja, mach. Kann ich? Ich hab kein Geld. Danke. Warte, wie wirft man das Sachen weg? Ja. Das sieht aus, als könnte es ordentlich Schmerz verursachen. Geil. Hab jetzt endlich eine Riffel. Die sieht aus wie die anderen Waffen. Was ist denn unser Auto eigentlich? Das war kaputt gegangen. Ach ja. Ganz am Anfang, ich erinnere mich. Also pass jetzt bitte auf, dass wir nicht wieder sterben. Die fahren jetzt hier wieder hin. Die Gegner sind mittlerweile fort. Hä? Was ist das hier eigentlich? Ist auch so eine Autostation. Ja. Wo sind denn die Gegner jetzt alle? Tot? Da hinten ist noch einer. Fett ist. Fuck you! Den mach ich fertig! Hab den getötet. Ja, aber ich war dabei. Da hinten schießt einer. Ach so, einer. Ja, dann. Ach, fuck. Did it. Looten und leveln. We did it. Okay, jetzt geht's weiter. Sollten wir jetzt nicht hier gucken, ob wir hier irgendwas uns gönnen können? Ja, guck.
Ja, dann. Nee, ich meinte auf diesem Gebäude. Das Gebäude war so stark bewacht. Da muss doch irgendwas sein. Als ob man das spawnen jetzt. Irgendwie ist immer, wenn irgendwas bewacht ist, voll viel drin. Ja, dann fahr halt. Hä, jetzt gehst du ja doch absteigen oder was? Ja. Hier ist nur so ein scheiß Fass, was wir wieder nicht zum Explodieren gebracht haben, wie wir es immer machen. Ja, und da hoch kommt man nicht. Hier ist was drin. Ein Postdingens. Und Rotz. Ja, wow. Ja, nee, enttäuschend. Enttäuschend. Ich drücke mal F anstatt E. Enttäuschend, Chief. Das auch. Warum? Wie ist hier? Ja, dann. Richtig. Oh. Das geht wohl nicht. Ich glaube, das bedeutet, wir können hier nicht mit Auto rein. Okay, Leute umbringen. Alles klar, kein Problem. Okay. Irgendwo müssen wir gegenschießen, damit wir einen Boost kriegen. Warum fährst du? Ich fahre. Ich sehe jetzt schon, wie das nicht endet. Wir sind fast in den Abgrund gefahren. Und aber wir fahren auch noch zwei Sekunden. Okay, wir wechseln. Shia! Du bist nutzlos. Du bist einfach schlecht. Beleg mich wieder, what the fuck? Ja, ich komm doch. Wo bist du? Wo bist du hin? Gefahren. Junge, du kannst gleich das scheiß Let's Play alleine spielen. Du hast mich übergefahren. Ohne Scheiß, Mann, wie kann man denn so schlecht sein in irgendeinem? Nimm doch mal das Auto! Halt die Fresse! Sitzt du schon drinne? Halt die Fresse! Dieses. Boah! Gerade sehr aggro. Das hier? Guck mal, was ich kann! Boah, ja, bist toll. Bist der Beste. Hä? Bist du schon wieder tot? Ach nee. Ey, die Klappe. Wer nicht mal Auto fahren kann. Weißt du, der sollte seinen Mund nicht so weit aufreißen. Keine Sorge. Wir ballern die alle weg. Er ist tot. Ich glaube, da liegt eine Sache, die wir aufheben müssen. Ja, können wir auch nicht, wenn Shia mich umbringt. Ich hab dich nicht umgebracht. Du hast mich umgebracht. Du bist freiwillig gestorben. Aber da oben ist irgendwas. Geh da jetzt rein. Wie, du gehst da rein? Geh da jetzt rein. Ich bin doch jetzt eben nicht ohne Grund hier gestorben. Hier ist gar nichts. Ist nur ein bisschen Loot. Aber nichts zu leveln. Boah. Also ich kurz auf die Map. Können wir losfahren.
Hier irgendwie lang. Hier irgendwie lang. My life be like, Schwindlerbrücke, das ist mein Gebiet. Ja. Den haben wir gekillt. Easy. Der Grabber. Oh, guck mal, da hinten sind noch so viele. Schieß sie ab. Also, das ist, sieht zwar cool aus, aber ich glaube, das macht weniger Schaden als die Laserwaffe. Ja, kann gut sein. Ja, da ist noch eine. Das was auch immer das ist. Ein Schokorad. Steht doch da. Schokorad. Ja, was ist das denn da hinten? Ein Grieche. Alter, das ist ja im Gegensatz zum anderen Borderlands das Fest der Liebe. Das Fest der Liebe. Müssen wir jetzt da rein? Ja, müssen wir, ne? Ja, warte. Aber ich kannst du mit dem Auto reinfahren? Rein zu fahren. Hallo. Hola. Hola. Oh, den Mundstein. Hä? Ja, plötzlich. Plötzlich habe ich 12. Waffen, ich hab sie. Du brauchst sie. Ne, die will ich nicht. Komm bald wieder und schau dir meine neue Waffe des Hä? Hier waren wir doch schon mal. Wann denn? Wann noch nie? Also das Game verbuggt, also uns weiter. Nein, das war hier nicht. Wenigstens weißt du, was ich meinte. Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? Hab ich. Aber ich hatte noch keine geworfen. Okay. Könntest du mal machen. Ah, ja, ich hab fast keine mehr. Guck mal, extra Boost. Tschüss. Hi. Ja, und du? Lass uns tanzen, du Loser. Wo sind sie? Diese Gegner. Hier. Scheiße. Hilfe. Wo denn? Oben? Ja. Okay, ich komme hoch. Hä, der Booster hat nicht geflappt. Ich weiß nicht, was abgeht hier. Ich weiß überhaupt nicht, was abgeht. Ich merk schon. Hilfe! Bin dabei. Hab ordentlich aufs Maul gekriegt. Ich hab noch eine Kugel in der Kammer. Ja. Scheiße, wo sind die Gegner? Biesten. Hilfe. Also, wobei? Hilfe, Biesten. Hinter dir. Hilfe. Hilfe, Biesten. Danke, Biesten! Okay, wir brauchen noch ein Prism. Wer ist das denn? Verdückum! Ich
rette dich, Biestin. Ah, Fertigung. Fertigung ist tot. Ich glaube, da war unser letzter Stein drinne. Ich glaube auch. Hä, hey, doch, man. Alle kriegen das Zeug. Also diese Mondsteine. Kriegen ja auch alle. Ja, es wird nicht mehr angezeigt, so wie vorher. Oh, okay, wir können wieder zurück. Es war anstrengend. Es war anstrengender als. Ist schon schön, dass man durch Fallschaden nicht mehr sterben kann. Das war einer meiner Todesursachen. Das stimmt gar nicht, das konnte man noch nicht. Klar, wenn du von zu hoch springst. Borderlands. Ja. Sicher? Wenn du von zu hoch gesprungen bist, bist du automatisch gestorben. Warte. Was hast du vor? Ja, zum Quest fahren. Aber das ist nicht so einfach in diesem Auto, das lässt sich nicht so richtig geil lenken. Fährst ja schon scheiße. Was du mir? Du bist jetzt schon wieder fast in den Abgrund gefahren. Nachdem du 10 Sekunden gefahren bist. Das kann ich mir gar nicht erklären, wie das geschehen konnte. Geil. Es geht mich mal eben. Aber hier ist doch ein Tor. Ich habe an der Steuerung rumgekummelt. Schon, da hat sich was drin verklemmt. Na toll. Ja. Was? Wir müssen jetzt weiter. So. Hey, muss man genügend Skillpunkte verteilen vorher, um dann die nächsten zu machen, oder ist das Level abhängig? Nein, du musst 5 Stück, damit du zum nächsten Dingens kommst. Ah, also muss ich doch hier alles gehen, schade, schade. Das war aber schon immer so. Ja, aber den einen Skill wollte ich nicht. Hätte ich lieber was anderes geskillt aus einem anderen Tree. Hä? Meiner musste 5 erstmal voll. Hä? Hey, also 5 Skillpunkte müsstest du mittlerweile gehabt. Ja, habe ich in einem Skill gestellt. Ja, schieß ihm ab, ey. Fuck out of here! Vorsichtig. Was? Voll viele Mondsteine. Ist so, ne? Und die müssen wir auch noch einzeln aufsammeln. Oh. Hey, ich glaube, das ist O2 oder sind das Mondsteine? Gucke. Nö, ist Mondstein. Voll viele Mondsteine, ja, und die müssen wir auch noch einzeln aufsammeln. Ist schon ein bisschen anstrengend. Boah, was ist denn das, Alter? What the fuck is happening? Ist kaputt? Wir sind schon wieder. Boah. Aber nur grüne Waffen. Du kannst da nicht drüber. Warum nimmst du die mit? Grüne Waffen. Das kleinste Körnchen des Universums. Nicht grün. Erstaunlich! Zur wahren Bestimmung wird wahrhaft es selbst ein neues salziges Universum aufgepoppt. Ein neues salziges verschlungen zu werden vom Abgrund. Ich liebe Popcorn. Müssen hier hin. Nee, ein Stück hätten wir noch laufen können. Wieder ein Möchtegang-Gang-Mitglied. Ich hoffe, du kennst das Passwort. Klar. Ja, das ist das Passwort. Warte mal, hier passt doch locker ein Auto durch. Ja, aber mit dem Auto kommst du da nicht lang. Hier geht's hoch.
Geht's hoch. Was ist hier oben? Eine Medi-Injektion. Eine Medi-Injektion. Ah, geil. Eine Medi-Injektion. Was geht denn da schon wieder ab? Ich mach nichts. Ja. Eine Medi-Injektion. Was ist hier los, Red? Weiß nicht, Benny, sag du's mir. Das ist kein neuer Rekrut, so viel ist klar. Genau mein Gedanke. Ich schätze, da bleibt nur eines. Den Tee zu kochen. Ja, halt, nein, ihn in Stücke reißen. Meine ich ja. Du bist schräg. Auf ihn, Jungs. Eine Medi-Injektion. Bist du eigentlich? Warum kämpfst du hier nicht? Ich hab gekämpft. Wann denn? Ich hab zwei deiner Gegner besiegt, bevor du die gesehen hast. Das. Nein. Ja. Was schießt denn da? Da oben ist eine Medi-Injektion. Der Typ kann fliegen. Hab mir abgeschissen. Da ist ein irrer Bastard. Ich meinte Badass. Ja, geil. Das habe ich nun davon, wenn ich den guten Biesen retten will. Was? Den Tod. Danke. Ich hab grad meinen Sauerstoff dafür verwendet, ne? Ja, damit du stirbst. Ich noch hier, töte den einfach. Ja, ich lad nach. Danke. Hä, ich lad übelst langsam nach. Alter, wie, ja, als wäre ich in Trance. Ja. Das ist so, wenn man Level 8 ist. Ach so. Ich hab's mir gedacht. Warum machst du das Feld nicht vorher kaputt? Los, los, los. Da ist keiner drin. Sieht aus wie ein Bossfight. Oh nein, kein Bossfight. Bestimmt gegen Bolly und Ronny. Ah, Bolly und Ronny. Oha, SMG Feuerrate plus SMG Ladegeschwindigkeit. Oha, aber, no wenig, aber ohne O2. Das geht auch nur 2, also. Aber weniger. Ja, ich weiß, mach ich auch. Boah, das Schild, Biesten, kauf dir das. Wie viel soll ich mir das kaufen? Ich kann mir das nicht leisten. Ohne Geld auf Leben, Alter. Ohne Geld auf Leben? Das Schild ist gar nicht so gut. Dann kauft ihr das nicht. Ich wollte dich nur motivieren. Danke. Wann kriegt denn den dritten Waffenslot? Das frage ich mich auch gerade. Das Schild ist gut. Das Grün ist besser als das Blaue. What the? Komplett besser als alles, oder was? Aber das ist genug, dass ich es anlege. Du kannst dir Sachen kaufen, ich habe kein Geld. Tja, dafür hast du irgendwie andere Sachen mehr als ich. Wie lang? Ja, das dachte ich mir. Töt. Töt. Töten. Töt. Töten. Oh, sieht schon wieder.
richtig stressig aus, das Gebiet hier. Und dann gibt's hier nicht mal O2. Das ist alles richtig stressig. Ach, hier ist eine Schnellschweißestation. Schnellschweißestation. Ich habe mal rausgeguckt und die Chancen, dass wir überleben, stehen gering. Ich glaube, ich benutze auf dem Charakter keine Shotgun, ich sterbe da immer nur. Ich habe mal rausgeguckt, ne? Chance, dass wir überleben. Nicht vorhanden. Wer schießt hier? Ja. Auf dem Crack Immortale. Okay. Vielleicht soll ich die nicht mit Feuerwaffen abschießen. Weißt du, was das Problem ist? Okay. Das war eine Kryptokrante. Ich glaube auch. Die abzuschießen. Doch, wenn wir die nicht töten, werden wir sterben. Die kann man nicht töten. Das ist das Gesetz. Wieso fahren wir eigentlich nicht mit dem Mobil? Gab's Mobile. Da ein Auto? Keine Ahnung. Mobil. Ja, sag das Jack. Lass den Blödsinn. Wenn du Probleme mit Hyperion hast, fein. Aber es gibt unschuldige Menschen auf Elpis, du Arschloch. Ja, die gibt's. Okay, die Alte spinnt total. Du musst dich beeilen. Wir müssen auf die Helios und das Auge zurückerobern. Aber dazu musst du erst das Signal in Crisis Car finden und abschalten. Hier links ist ein Quest. Die brauchen wir. Wir brauchen alle Quests. Scheiße, da kommen Cracks Immortals. Cracks Immortals. Ist jetzt nicht so geil gelaufen, finde ich. Nee. Keiner ist gestorben. Noch nicht. Hier ist ein Medikit. Medi-Injektion. Ich glaube, der angelt. Was für ein Haufen Missgeburten. Tja, was für ein Haufen Missgeburten. Hörst du dir gerade zu, oder ich nicht? Ja, doch, der redet. Mir haben die Ohren geblutet. Sie ist immer auf dem Mond rumgezogen und wenn sie wiederkam, hat sie von irgendwelchem verrückten Zeug geschwärmt. Ich weiß nicht, wo er zuletzt gesehen wurde. Wenn du sie suchen könntest, er schuldet mir einen Drink. Okay. Wir müssen Jolly Swagman finden. Ja, dann lass uns mal Jolly Swagman finden. Finde mal Jolly Swagman. Also irgendwo hier muss er sein. Da ist er doch! Ich glaube, das ist Jolly Swagman. Okay. Ich habe eine Pistole und ich schieße. Ist er tatsächlich. Sieht aus, als würde er schlafen. Meinst du, er schläft? Ja. Nein, er ist so tot wie mein Onkel. Nachdem er sich mit diesem, wie nennt man die Dinger doch gleich, mit diesem Lastwagen angelegt hatte. So. Schau mal nach, ob er eine Nachricht hinterlassen hat. Durchsuche ihre Taschen. Oh, sie hat ein Echo hinterlassen. Vielleicht erfahren wir dadurch mehr über diese traurige Geschichte. Was habe ich alles gesehen?
bis zur Burago-Wüste. Ich habe ein riesiges Wasserloch gesehen, aus dem ein hellviolettes Licht herausschoss. Und ich habe die ohrenbetäubend stillen Gebete eines uralten Volkes gehört, die aus seinen Tiefen hervordrangen. Ich kampierte dort und sang und sah zu, wie mein Teewasser kochte. Wasser. Da sprang ein Schafsbock hervor. Ich schnappte ihn freudig und steckte ihn in meinen Proviantbeutel. Aber dann kehrte ich aus den fernen Landen zurück und habe ihn verloren. Nicht weit von hier. Verdammte Cragans griffen mich an. Such ihn, Peapod. Dann weißt du, dass ich die Wahrheit spreche. Sieh auf dein Echo. Auch mal. Ich bin am Ende. Ich schätze, ich sterbe jetzt. Jetzt ist er nicht mehr so lustig, was? Hört sich an, als hätte er einen Mondstich, der arme Sack. Er wusste nicht mehr, was er redet. Er hat beim Tagelang um irgendeinen Verstand verloren. Ich habe noch nie von einem hellvioletten Wasserloch gehört. Und erst recht nichts von einem Schafsbock. Traurig, dass er so endet, wo er mir doch einen Drink schuldet. Ich schätze, sie kommt drüber weg. Ich frage mich, wo der Proviantbeutel steckt. Schau dich mal um, ob du ihn siehst. Etal. Schafsbock, der arme Irre. Er hätte niemals bis zu Morago gehen darüber. Von da kommt keiner zurück, ohne dass ihm ein paar Scheiben Brot im Toaster fehlen. Würde ich nie hingehen. Sieht gefährlich aus, bist du dir sicher? Geronimo. Das ist der Proviantbeutel. Schieß, töte die Krakens. Sehen hübsch aus. Die Dragons. Kommen die alle her? Aus dem. Warum gibt es hier keine Luft? Seriously, warum gibt es hier keine Luft? Ja, ich habe volle Luft. Hier gibt es auf jeden Fall ordentlich viele Mondsteine. Wenn du den tötest, ne, kommen da neue Krakens raus. Ja, was? Jetzt denkst du, was ich fort? Der Dreck! Mach mal Luft! Get. Wenn die Luft droppen, brauche ich echt. Could you fucking not? Wie viele von diesen Krakens, die Raptors, gibt's hier noch? Das freut mich auch. Setzt du eigentlich jemals deinen Skill an? Ja, die ganze Zeit. Okay, weil ich das irgendwie nie sehe. Hä, hey, hörst du das nicht? Okay. Immer kommen diese Krakens. Ich bin wieder zurück! Ja. Au! Oh. And why? Wir denn hier erstmal wieder hoch? Wir müssen fliegen. Da liegt Geld. Müssen wir nach dahin? Hier kommen wir nicht hoch. Nicht. Bei uns geht die Luft aus. Das sah richtig gut aus, ohne Scheiß. Ich bin bei Crisis gar scheiße. Ja, irgendwie kommt man da nicht zurück, keine Ahnung. Geht bestimmt, aber keine Ahnung. Ich bin bei Crisis gar. Das Problem ist, ich verliere ungefähr 2000, ne, 1100 nur. Ich verliere 15. Ja, noch. Ja, du hast aber auch 37k gehabt. Nee, eben nicht. Sonst könnte ich mittlerweile habe ich auch nur noch 28. Es bringt mir gar nichts, das Spiel mit so viel Geld zu starten. Doch, du kannst gamblen. Ich bin übrigens tot.
Das war nicht der Weg, den du hättest lang gehen sollen, Gia. Warte auf mich, ich verlauf mich doch sonst immer. Ist gefährlich. Du hast eine Minimap! Da steht sogar. Da siehst du sogar, wo du hinlaufen kannst und wo nicht. Hallo NWB! Hab ich jetzt zum ersten Mal gesagt. Wir spielen locker schon länger als 20 Minuten. Ja. Als ich mir Trinkgang geholt bin, waren es 40. Wer bist du? Egal. Das hier habe ich gerade gefunden. Mein liebster Mensch auf der ganzen Welt hat ihn mir geschickt. Hä? Es ist ihr Proviantbeutel. Sie sagt, da ist ein Schafsbock drin. Sowas gibt's doch gar nicht. Das ist ein Kraken. Oh, das ist ein Schafsbock. Das ist ein Kraken. Sie wirklich. Ich glaube, der hält mich für seine Mutter. Der Idiot. Ich sehe ihm kein bisschen ähnlich. Ob das bedeutet, dass es irgendwo auch tatsächlich ein Wasserloch gibt? Ein riesiges Wasserloch, aus dem ein hellviolettes Licht hervorschießt und aus dessen Tiefen die ohrenbetäubend stillen Gebete eines uralten Volkes dringen? Nee. Aber danke für die Hilfe. Sie haben mich verlassen. Außer... Wow, 15 Geld. Das violettes Wasserloch aus dem Licht schießt. Geil. Meinst du, der Kleine will was trinken? Ob es wohl möglich ist, rückwärts zu denken? Wir sind da irgendwie wieder rüber. Okay, ich folge dir auf Ritt und Schritt. Ich habe einen Plan, aber ich weiß nicht, ob der Plan funktioniert. Ich mag Pläne. Hä, ja, aber von dahin? Ist auch irgendwie. Oh. Also, wir müssen hier erstmal. Dann hier rüber. Da ist ein lila Wasserloch. Easy. Hier ist erstmal eine O2-Station. Easy. Und was ist da rechts? Was? Ilias Mbarek? Ilias Mbarek? Ist das nicht der von Fuck You Goethe? Ja. Cool. Cool. Cool, 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 cool. Als Gegner? Ja. Nee. Lass mal die nett begrüßen. Achtung, ein Irrer! Eine Medispritze! Eine Medispritze! Spitze! Könnt ihr euch in die Wehen rammen? Hier ist ein Medikit! Weißt du, ein arroganter Kammerjäger an der Tür? Wie unhöflich, das ist unser Haus! Klapp, klapp! Wer ist da? Hallo! Ich mach dem keinen Schaden. Ich aber. Du hast unsere Geschütze zerballert. Stemmt die Eingangstür auf und killt die Jungs. Ey, die Granate hat geregelt. So muss das. Ah, hier ist schön. Was machst du? Leute töten. Du? Ach, Juten.
uns mal Luft besorgt. Bedus. Ja, wir sind hier. Wir haben den Leuten unsere neuen Diplomaten gezeigt. Was die super fanden. Klopf dir auf die Schulter, Freund. Lustig, mal auf dieser Seite des Gesetzes zu stehen. Sogar besser, denn so kriegt man Geld dafür, Leute abzuknallen. Ja, die Kerls können es kaum erwarten, auf jeden zu ballern, der sich blicken lässt. Oh, habe ich die Kniebuckel und die Dichtlinge für meine Panzerung vergessen? Das ist ein Raider. Habe ich angegriffen, aber der hat mich ignoriert. Good job, Shia. Danke. Was hast du gemacht? Hab den getötet. Good job, Shia. Danke. Fuck, Biesten. Hab's geschafft. Mögest du weise sein. Okay, bin weise. Das war jetzt nicht so weise. Ich frag's. Hat ja geklappt. Das ist ein Outlaw-Bastard. Brennt der nicht? Der ist ein Badass. Kannst du mich mal wieder beleben? Ja, sofort. Toll. Optimal. Optimal gelöst. Lass mich den umbringen. Hä? Ich muss den umbringen. Ich bin fast tot. Ah, shit!